Kreuzweg. Leider können die unersetzbaren Kreuzwege auf die Burg Hochosterwitz heuer nicht stattfinden. Aus diesem Grund möchte ich diesen virtuellen Kreuzweg für die Pfarren Launsdorf, St. Sebastian, St. Georgen am Lengsee und St. Peter bei Taggenbrunn anbieten. Die Texte schildern entlang der Evangelientexte die nachösterliche Sicht Jesu auf seinen Leidensweg und dienen der Besinnung und dem Gebet. Wenn wir oft nicht verstehen wollen, warum es in dieser Welt Leid gibt, so dürfen wir darauf hoffen, dass Gott uns gerade in Leiterfahrungen begegnet und besonders nahe ist. Die Stationsbilder sind Darstellungen des Bronzewerks von Miguel Fuentes del Olmo, die den Kreuzweg entlang der einzelnen Tore der Burg Hochosterwitz bilden. Ursprünglich sind die teilweise nicht traditionellen Stationen vom Kreuzweg im Kolosseum in Rom inspiriert. Ich lade dich an jedem zweiten Tag, an geraden Tagen, am frühen Nachmittag ein, mich entlang der per WhatsApp versendeten und auf unseren Pfarr-Homepages online gestellten Kurzvideos beim Kreuzweg zu begleiten. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Erste Station, meine Todesangst im Garten Gethsemane. Nach dem Mahl verließ ich die Stadt und ging, wie ich es gewohnt war, zum Ölberg. Einige meiner Jünger nahm ich mit. Als ich dort war, sagte ich ihnen, dass sie beten sollen, um nicht in Versuchung zu geraten. Dann ging ich allein ein Stück weiter, ungefähr einen Steinwurf weit. Da ich wusste, was auf mich zukam, überfiel mich Todesangst. Ich kniete nieder und betete, wie ich noch nie zu meinem Vater im Himmel gebetet habe. Vater, Abba, kannst du keinen anderen Ausweg finden? Muss ich wirklich durch all diese Qual? Muss ich mich umbringen lassen? Nimm doch diesen Kelch von mir. Dabei zitterte ich und meine Gedanken waren kaum zu bändigen. Und trotzdem wusste ich um meinen Auftrag. Ich wusste, dass mein Wille in diesem Fall irrelevant war. Nur der Wille meines Vaters war zu erfüllen. Ich musste und wollte den bitteren Kelch trinken. Ich nahm ihn für die Menschen an, für dich, aus Liebe, um einen neuen Bund zu schließen zwischen Gott und den Menschen, um ein Band der Liebe zu knüpfen zwischen Gott und dir. Da schickte mir mein himmlischer Vater einen Engel, der mir Kraft gab. Und ich betete noch inständiger. Dabei rann mir der Schweiß wie Blut über das Gesicht. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Sicher kennst du das Gefühl, vor etwas schrecklicher Angst zu haben. Obwohl die Jünger es nicht schafften, auch nur eine Stunde wach zu bleiben und mit mir zu beten, so war ich sicher, dass ich nicht allein war. Mein himmlischer Vater war da. Darauf vertraute ich voll. Er lässt mich und er lässt auch dich nie allein. Vertraue auf die Nähe und Kraft Gottes, so wie ich vertraut habe. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Bleibe